Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. So, Life Savings haben wir als erstes Item bekommen. Das sind sage und schreibe 3 Münzen. Ich muss sagen, Respekt, das hat sich richtig gelohnt. Ich spiele heute mit Azazel, weil er der Letzte ist im Club der Siegreichen, der praktisch noch auf seine Aufnahme wartet in denselbigen. Und ja, erzählen wir einfach mal von... Oh, das sind ja gar keine bösen Fliegen. Ich hatte schon wieder Schiss. Jetzt nehmen wir einfach mal Eden außen vor, weil der ist ja jetzt so gesehen kein fixer, dauerhafter Charakter. Den haben wir ja immer nur mal hin und wieder. Deswegen zähle ich den jetzt da einfach nicht dazu. Und jetzt will ich halt einfach mal mit Azazel auch irgendwie durchkommen. Ich habe mich mit dem Bevorius unterhalten über das Thema. Er ist der Meinung, dass Azazel der am einfachsten zu spielende Held ist oder Charakter. In gewisser Hinsicht hat er schon recht. Er ist sehr mobil. Er kann von Anfang an fliegen und kann so gesehen eigentlich immer schön in Deckung fliegen. Der Nachteil ist einfach, dass er beim Angreifen viel zu nah dran muss, meiner Meinung nach. Und das macht das Ganze echt unerträglich teilweise. Gerade gegen Spinnen und andere Gegner, die einen dann so, ich sage mal, anstürmen, so ein bisschen vorpreschen. Gerade gegen solche Gegner ist es so dermaßen schwer, da irgendwie durchzukommen. Aber aktuell geht's noch. Also ich hoffe einfach, dass da nicht so viele Spinnen jetzt kommen. Zumindest nicht am Anfang. Dass ich mir eine gewisse Basis schon mal schaffen kann an tollen Items. Vorausgesetzt, es droppen tolle Items. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Und ja, dann hoffe ich doch einfach, dass das irgendwie klappt. Und ich dann eben mit Azazel eben auch sagen kann, jawohl, ich hab's geschafft. Wäre schade drum, wenn es mit dem nie klappen würde, aber ich glaube nicht, dass es nie klappt. Es könnte nur etwas länger dauern, bis es dann wirklich klappt. Tears up. Okay. Heißt das jetzt auch mehr Range? Ne, er lädt einfach schneller auf. Das ist okay. Das war das, ne? Gut, dass ich diese Eigenschaften teilweise immer noch nicht drin habe. Was die denn können oder eben nicht. Das ist aber auch echt sehr komplex und umfangreich, das Spiel. Von daher... Okay, Larry Jr. ist der nächste Boss. Jetzt hoffe ich doch, dass ich den irgendwie schaffe, ohne getroffen zu werden. Ich sag gleich noch was dazu. Wenn ich getroffen werde, kann ich mir das allerdings sparen. Ne, ich hab's geschafft. Bam! So. Sehr gut. HP up. Old Bandage. Dann opfern wir das Blaue gleich wieder. Reusable Level Skip. Okay. So, Freunde. Ich sag euch was. Das dürfte jetzt die zweite Ebene gewesen sein, wenn ich nicht total am Arsch bin. Und das bedeutet, wir haben... Samson. Oder? Müsste doch, oder? Yay! Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Aber Bevorius hat es schon sehr schlau angemerkt. Vor allem sehr schlau angemerkt. Übelst behindert klingt das schon wieder. Dass man mit ihm eigentlich die beste Chancen hat, eben ohne getroffen zu werden, durch 2 Level zu kommen. Weil der eben, wie gesagt, einfach schön ausweichen kann. Und ich würde sagen, das mit Samson ist schon mal so ein genialer Erfolg. Wenn ich es jetzt versauen sollte, dann ist das nicht weiter wild. Ich habe schon mal ein kleines Ziel wieder erreicht. Seht ihr, jetzt wäre ich schon wieder getroffen worden. Ey, das gibt's doch nicht. Wahnsinn. Erste Ebene nach Samson und schon wieder ein Treffer kassiert. Aber gut, okay. Vielleicht klappt es ja doch mit Azazel, ich weiß es nicht. Und ich werde es heute auch mal durchziehen. Mit dieser längeren Folge, sprich ein Komplett-Run in einer Folge. Je nachdem, wie weit ich komme, wird sich dann zeigen. Gibt es dann eben morgen dafür keine Folge. Weil es schlicht und ergreifend zu viel ist für euch. Es ist zu viel für mich. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, da... Okay. Also ich sollte schon wieder aufhören, so übermütig zu werden. Warte mal kurz. Ich höre mal kurz auf zu reden, weil... Oh, scheiße. Alter, schon wieder übelst oft getroffen worden. Was kann das? Homing Shots. Bringt das überhaupt was bei der... Ich habe das Gefühl, es geht dafür jetzt ein bisschen weiter.
Ja, was wollte ich sagen? Dying Light ist auch noch mit drauf auf dem Plan. Das heißt, volles Programm wieder, Freunde. Und deswegen ist es, denke ich mal, weil es halt schon mal gewünscht war, zumindest hin und wieder, das irgendwie kompakt zu machen, was durchaus verständlich sein kann. Weil es gewünscht war, werde ich das jetzt einfach mal machen, damit ihr auch seht, wie das so ist. Vielleicht lasse ich es dann auch wieder, vielleicht ist es eine einmalige Aktion, ich habe keine Ahnung. Ich werde mal sehen, wie ich selber damit klarkomme, dass ich jetzt einen durchgehenden Run aufnehmen muss. Weil normalerweise war ich es immer gewohnt, nach der ersten Hälfte dachte ich mir so, boah, ey, geil, endlich mal eine Pause. Das wird sich dann alles zeigen. Also ich kann jetzt da im Moment noch nicht so viel dazu sagen. Das zeigt sich dann halt, je nachdem, wenn wir dann am Durchspielen sind. Was war das nochmal? Das war, glaube ich, die Card. Ein zufälliger Trink. Nee, ein zusätzlicher. Was? Extra Card Room? Achso, jetzt kann ich zwei Karten nehmen, oder was? Ich habe schon wieder vergessen, was The Cheerio kann. Sollen wir es mal probieren? Oh Gott, ich bin so ein Esel. Das war die Karte. Ich muss mir das endlich mal merken. Und das wäre wiederum ein Item gewesen für einen Boss, der vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Oder für einen Raum, der schwieriger ist. Oft sind Bosse ja berechenbarer als die Gegner selbst, die da vorkommen. Allerdings ist der. Oh mein Gott. Genau, oh mein Gott ist der. Die etwas verrücktere Version des Monstro. Und jetzt habe ich nur noch zwei Herzen. Das ist gar nicht mal so gut, Freunde. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist übelst scheiße sogar. Eigentlich will ich gar kein Level skippen. Ich muss ja potenziell Items kriegen. Ja, toll. Und jetzt? Gebe ich dem Coins oder nicht? Ja, komm, wir müssen es riskieren. Ein blaues Herz wäre ganz nett. Oder ein rotes, natürlich, warum nicht? Nicht schlecht, vielen Dank. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch so ein Ding sprengen soll. Ja, komm, sei es drum, wir machen's. Also für den Fall, dass wir nochmal irgendwie Schaden kriegen sollten an unserem roten Herz, was ich nicht hoffe, weil das hätte zur Folge, dass, oder beziehungsweise das setzt voraus, dass die schwarzen und jetzt auch das blaue alle weg sind. Das will ich jetzt einfach mal nicht hoffen. Wow, war das knapp. Ich hasse Spinnen. Also nicht, weil ich irgendwie Schiss habe vor denen, aber in diesem Spiel Spinnen, pfui, Deibel. Die sind so hässlich schwer zu besiegen mit dem, weil die einen immer so komisch anspringen. Wenn die das sein lassen würden und das oder etwas seltener machen würden, dann wären die Spinnen ganz normale Pipifax-Gegner. Ich meine, die halten nichts aus, aber wie gesagt, die können einem echt wertvolle Lebenspunkte stehlen. Gerade mit Azazel, weil man da eben so nah ran muss, kann das unter Umständen etwas brenzlig werden. Weil aushalten, wie gesagt, tun die alle nix. So. Geht doch. Na, die waren jetzt mal gut. Da habe ich mich auch schon deutlich blöder angestellt gegen die. Oh nein, Freundchen. Du schießt das Ding nicht auf mich. So. Na, man kann halt die Angriffe ganz nett timen. Aua. Weil es alles One-Hit, wenn man kurz drauf bleibt. Und ja, oder auch nicht. Jetzt. Boah, die sind auch. Also generell Gegner, die halt irgendwie schnelle Attacken haben, die vorpreschen oder irgendwas auf dich schießen, die sind natürlich mit Azazel echt ein Segen. Eben nicht, genau deswegen, ja, stelle ich mich wahrscheinlich auch so doof an mit ihm. Ich meine, ich habe auch schon mit allen anderen Charakteren an den unmöglichsten Stellen versaut, aber na, das ist halt mit ihm noch mal eine Nummer schwerer. So, Itemraum fehlt. Wusste ich's doch. Irgendwas Wichtiges hat gefehlt. So ein kleines, unwichtiges, sicherlich nicht spielentscheidendes Detail. Oh Gott, wir haben einen Boss. Sind das diese Schwer. Oh, das ist wieder. Das sind die Teile vom Hass. Okay. Eins noch. Gut. Oh, und da ist noch eine Spinne. Oh, noch eine Spinne, sag mal. Die spinnen ja wohl, oder? Ich weiß, der Gag ist so billig und alt, aber ja, was soll's.
So, ja, Dying Light ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, euch das mal anzusehen, Freunde, weil das macht echt übelst Laune, das Spiel. They grow inside. Keine Ahnung, was das letztlich bringt oder eben nicht bringt. Auf jeden Fall Dying Light. Ich habe den Release übelst sauber verpennt, verkackt, weil ich mich auf diese Mail verlassen habe bei der Bestellung von wegen lieferbar ab dem... Warte mal, da müsste doch eigentlich ein Secret Room sein jetzt, oder? Sieht zumindest so aus. Ach, am Arsch, nix sieht so aus. Ich habe mich da täuschen lassen von dieser blöden E-Mail. Lieferbar ab dem 30. bla bla. Nicht mehr dran gedacht. Dann habe ich bei irgendeinem Kanal, den ich irgendwann mal abonniert habe, reingeschaut und spielt der Dying Light. Und der werte Herr ist in keinem größeren Netzwerk, sodass man sagen kann, jawohl, der hat vorab Zugang bekommen, wie so manch anderer größerer YouTuber vielleicht. Jetzt wird es aber langsam grenzwertig, Freunde. Oh, scheiße, getroffen worden, aber macht nichts. Die sind dafür alle mit einem Schlag verreckt, gut. Ja, da hat mich das natürlich sehr gewundert, dass er das schon spielt. Dann gucke ich nochmal rein. Ja, Release, so wie ich es ursprünglich gedacht habe. Das kam mir sowieso schon komisch vor, warum es jetzt auf einmal hieß 30. Januar Release. Ich hatte nämlich schon ein paar Mal gelesen, dass es eben der 27. sein soll. Also der Tag, an dem ursprünglich auch GTA rauskommen sollte. Wer weiß, ob sie deswegen nochmal einen Rückzieher gemacht haben. Das wäre total blöd, aber wow. Pentagramm, Damage up. So, und da ist der Teufelsraum. Gucken wir mal rein. Jawohl, zwei schwarze Herzchen. Alles einzige rote, das ich habe, will ich jetzt nicht... Na, scheiß drauf, komm. So provozieren wir, glaube ich, wieder einen neuen Teufelsraum beim nächsten Mal. Also gerade diese dunklen Items sollte man natürlich möglichst gerade als Azazel mitnehmen. Weil man ist halt doch schon noch ein bisschen abhängig von diesen schwarzen Herzen, weil sonst hat man nicht so arg viel. Oh, okay. Oh shit. Aufpassen, die Kleinen sind fies. Wenn die aber erstmal ihren Angriff raus haben, dann ist erstmal kurz Zeit, um nochmal was zu machen, wie angreifen oder so. Hab gehört, das soll eine ganz coole Sache sein. Oh je. Ja, okay. It emanates purity. Ich sag gleich wieder was zu Dying Light. Erstmal kurz konzentrieren. So, das dürft's gewesen sein. Jawohl, zwei Schlüssel, das hat sich gelohnt. Drei Schlüssel, Alter, ernsthaft. Letztlich effektiv nur für eine Bombe und, ja. Oh je. Was tut er denn hier? Okay, ja, die Fliege ist übelst stark, die ich da hab. HP up. Jui. Zwei leere rote Container. Jetzt müssen wir die nur noch auffüllen. Nur noch, der war gut. Wow, da ist ja noch einer, den habe ich gar nicht gesehen, Mann. So ein Scheiß. Ah, ich bin so blöd, ich reagiere immer über, aber total, ne? Scheiße, rückwärts in das Ding reingeflogen, das ist peinlich. Egal. Also, auf jeden Fall, ich habe mich drauf verlassen. 30. Januar, das stimmt. Ja, scheiße. Dann habe ich, wie gesagt, bei einem anderen Kanal gesehen, der spielt schon. Hab mich gewundert, weil der eben nicht in einem größeren Netzwerk ist, dass er vorab Zugang haben könnte. Gucke ich in mein E-Mail-Fach rein, bam. Da war der Code. Der ist tatsächlich untergegangen in den vielen Mails. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht weiter darauf geachtet, weil ich wirklich dann irgendwie fest in dem Glauben war, Dying Light Release 30. Januar. Ne, jetzt scheitert es sogar schon an solchen Dingen, das ist schon traurig. Aber ihr habt es ja dann gesehen, ich habe mich da ein bisschen reingehauen, habe dann direkt am ersten Tag, wo ich es released habe oder veröffentlicht habe, meine erste Folge, gleich nochmal eine zweite hinterhergehauen. Einfach um den Ausgleich wieder so ein bisschen zu kriegen. Uah. Im Vergleich zu dem... Alter, fick dich. Im Vergleich zu dem, was andere eben jetzt schon vorgearbeitet haben, mehr oder weniger. Ach Mann, jetzt hör doch mal auf, mich zu treffen, ihr Drecks... Gah. Wow, das war jetzt risky. Okay, passt. Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Aber wie gesagt, ich habe den Release halt volle Kanne verpennt. Dadurch, dass ich mich auf die E-Mail verlassen habe. Ist ein bisschen peinlich, aber ey. Kennt man es anders von mir. Scheinbar bin ich in jeder Hinsicht verballert. Jawohl, wir haben das Auge.
So, jetzt haben wir noch mehr Möglichkeiten, wie wir die Gegner töten können, ohne dass wir überhaupt irgendwas tun müssen. Finde ich sehr nett. So, erstmal zwei Herzen aufgefüllt, das ist okay. Jetzt habe ich einen Super Secret Room freigeschaltet. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der ist. Oh! Ich muss nirgends reinfliegen, was mir hinterher leid tut. Was ist denn das? Less is now more. Plus zwei Keys. Echt jetzt? Dafür habe ich... Naja. Sei es drum. Ob es das wert war, weiß ich nicht. Da kann man sich drüber streiten. Wahrscheinlich eher nicht. Naja, okay. Wir haben den Itemraum. Wir haben eigentlich sonst auch alles. Aber dieser Super Secret Room, der jetzt eigentlich irgendwo sein müsste, der fehlt noch. Deswegen gehen wir jetzt erstmal da lang. Aber hier sieht es auch nicht unbedingt danach aus. Vielleicht hier? Mm-mm. Das müsste ja auf der Karte eigentlich auch vermerkt sein, wo der ist. Dachte ich. Oder bringe ich da gerade schon wieder was durcheinander? Auch nicht. Letzter Versuch, ich will ja nicht meine ganzen Bomben verballern. Ja, komm, leck mich doch am Arsch. Scheiß auf den Super Secret Room oder was auch immer das sein soll. Da könnte ich es mir noch vorstellen, aber sonst wirklich nichts mehr. Ja, nee, komm. Ist okay. So, die etwas stärkere Monstro-Version. Ja, ja, kaum sage ich's. Macht das einen scheiß Laser? Ausweichen. Und bloß sich treffen lassen von irgendwas. Autsch, schon wieder getroffen, Alter. Das muss doch nicht sein. Oh, nee, und ich flieg voll in den Laser rein, Alter Schalter. Ich bin so dämlich. Boah. Shit, das hat nicht gereicht. Dachte, ich krieg den jetzt dran. So, jetzt habe ich dich, du Penner. Oh, weia. Der hat mir jetzt ordentlich Leben abgezogen. Das ist bitter. Das ist sogar richtig bitter. Ich hoffe, wir kommen schnell an den Itemraum. Und auch den Shop, den sprengen wir uns jetzt gleich mal frei. Ist auch bitter, ne, dass du hier zwei Bomben verballerst für das. Das habe ich immer noch nicht verstanden, was das Bett kann. Komischer Scheiß. Ich gehe lieber gleich mal hier hin. Damit die gar nicht erst auf die Idee kommen, mich treffen zu wollen. Aha. Ja, das hat der Vorteil, den Azazel hat. Nachteil ist halt wirklich, dass er von Haus aus wenig Leben hat. Und ja, ihr kennt das Zeug. Wow. Leck mich am Arsch. Das war knapp. Death. Oh, wieso kann nicht die Lovers mal kommen oder so? Irgendwie in der Richtung. Ja, komm. Nein! Jetzt habe ich den Level-Skipper benutzt. Bin so blöd. Oh, nee, und ich gehe auch noch rein. Blöd ist gar kein Ausdruck, ne? Aber ich merke schon, egal wie es ausgeht, wird es ein recht kurzer Run, sodass man sich eigentlich keine Gedanken machen muss und für morgen doch eine Folge reinkommt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht am Anfang, dass es so schnell vonstatten geht. Allerdings ist die Frage halt echt, wie weit komme ich noch? Oh je, oh je. Ja. Ja. Wie war das? Die Frage ist, wie weit komme ich noch? Antwort, hier ist Ende. Ich muss mir echt was überlegen, wie ich das besser angehe mit Azazel, aber jetzt habe ich zumindest den Druck mit Samsung weg. Den werden wir auch in der nächsten Folge gleich ausprobieren. Tja, die dann folglich morgen schon wieder kommt, weil das war ja wirklich eine sehr, sehr kurze Geschichte. Ich danke euch fürs Zusehen, Freunde. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit Samson. Dann hoffentlich wieder besser. Schade. Jetzt war ich auf dem Weg, eine 3er-Kill-Serie hinzulegen.
Die habe ich jetzt versaut, das ist der Zähler natürlich wieder unten. Keine Ahnung, was das für mich bedeutet. Wahrscheinlich letztlich überhaupt nichts. Zeigt halt mal wieder, dass ich es mit Azazel eben doch nicht kann. Obwohl ich eigentlich echt gute Items hatte und ich hatte so viele Herzen beieinander. Ich frag mich immer wieder, wie ich das verspielen konnte. Das ist so... Ah! Egal, aber wir haben Samson freigespielt. Damit haben wir alle Charaktere außer diesen... ja, Judas fehlt, ne? Wie wir den kriegen, weiß ich nicht. Irgendwann werden wir es schon rausfinden, denke ich. Aber erstmal begnügen wir uns dann mit Samson und dem, was sonst noch so da ist. Vielleicht klappt es ja mit Samson einfacher und dann gehe ich halt danach nochmal an mit Azazel. Wir werden sehen. Also gut. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis morgen. Ne, nochmal ein wichtiger Punkt. Morgen kommt wieder eine Folge, weil der war jetzt echt kurz, der Run. Und dann bis dann. Ciao, Leute.